Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute mal wieder bei mir reinschaut und euch hier dieses Arti-Replay reinzieht, sage ich mal. Die M44 Arti steht heute im Fokus und hier ist er mit seiner 6er Arti in einem 8er Gefecht. Wichtiger ist dabei die Karte Muruwanka. Besser geht's gar nicht. Und schauen wir mal, wohin er sich verdrücken wird. Normalerweise gerade als Arti ist so K1 der Place to be. Aber er scheint ein bisschen weiter vorne zu fahren. Kann man auch gut machen. Dann kommt man nämlich hier in dieses Areal hier dann nämlich noch besser drauf. Und mit der richtigen Arti geht es ja gut. Und so sieht es auch aus, als ob er sich da den Spot einverleibt. Ja, schauen wir mal, was er da reißen kann. So, jetzt steht er parat, genau wie ich vermutet hatte. Und jetzt kommt er hier auf den T54. Oh, da trifft er auch irgendwas. Frage ist natürlich nur, was und für wie viel ist leider wieder zugegangen. Aber entweder muss es ja der Komet oder der T54 gewesen sein. Leider ist das jetzt nicht mehr aufzuklären. Jetzt hier den T29 nachgeladen hat er. Nicht so leichter Schuss, aber der sollte gut gehen. Ja, und da kommt der Schuss fast instant an, nachdem er den losgeschossen hat. Und satte 700 Damage, das ist doch sehr, sehr ordentlich. Und jetzt mit 550 nochmal den T29 richtig rausgewuppt. Ja. Der hätte sich auch vielleicht mal ein bisschen vorher verdrücken sollen, nachdem er gemerkt hat, der erste Schuss kommt schon in meine Richtung. Da war es dann schon zu spät. Da hat er jetzt den Komet. Da unten ist der T54, aber wir bleiben erstmal hier drauf. 580 Schaden hier. Und wie viel hat der T54? Ja, der hat auch lediglich 700 weniger. Also auch das wird ihm zuzuschreiben sein, zumindest ein Anteil daran. Also er hat hier so eine klassische 700er Schelle, gibt es für jeden. Vielleicht will der T34 auch noch eine haben. Nee, in dem Fall hat er das Glück, dass er sich rechtzeitig zurückzieht. Aber da trifft er jetzt. Und dementsprechend bleiben den T34 nur noch 164 Hitpoints stehen, also wirklich nicht mehr viel. Also er wirkt hier sehr, sehr gut hin, aber die Problematik wird langsam sein, dass hier die Linie gedrückt wird. Genau jetzt ist hier auch der letzte zerstört worden, der T34 und jetzt nur noch der T150 oder der Rheinmetall hier. Sonst hat er nichts mehr, was ihn da großartig deckt. Und jetzt sollte er sich auch mal langsam verziehen. Hier könnte er jetzt aufgehen. Das ist immer so eine schwierige Passage bei diesem Hügel. Ja, und da ist er auch wohl offen gewesen. Scheint keinen sechsten Sinn zu haben, aber da kam auf jeden Fall die Granate für ihn. Das ging aber nochmal gut. Jetzt ist aber auch durch ein Munitionslager wurde jetzt hier der Rheinmetall zerstört. Also jetzt hat er ein richtiges Problem, weil der T150 ist der einzige, der ihn deckt. Und ansonsten hat er jetzt hier sogar den AMX auf ihn drauf fahren. Also das kann schon gewesen sein für ihn, die Runde. War bisher ja nicht schlecht, aber eben noch nicht gut genug. Der AMX hätte jetzt schießen können, will aber hier nochmal den Schlenker machen. Hat jetzt die Problematik, dass er eine starre Kanone hat. Dementsprechend das Problem hier. Der Rheinmetall nimmt den GW-Tiger hier raus. Arti schießen auf ihn ein. Aber wie gesagt, hat der AMX schlecht gemacht. Weil je näher man an die Arti ranfahrt, desto einfacher wird es natürlich für diese auch irgendwann zu treffen. So, dicker Max. Hummel kettet ihn. Rheinmetall kommt jetzt von links. Also jetzt ist eine ganz, ganz haarige Situation, in die er sich manövriert hat.
Und sehr gut, den Rheinmetall im Nahkampf auch weggemacht. Da muss man ja schon eher hier von Nahkampfsau sprechen als von irgendwas anderem. Arti trifft wieder nicht, dementsprechend kommt er auch da wieder weg. Also alles gut. Jagdpanzer, auf den soll es jetzt wohl gehen, lange einämmen, aber nee, da sieht er den dicken Max, bricht also ab, sehr wichtig, dass er das jetzt hier gespannt hat, weil wenn er das vorher gemacht hat, dicker Max sieht ihn noch nicht, dreht jetzt auf ihn und da hat er lang genug Zeit zum Einziehen gehabt und dementsprechend nimmt er auch den raus, aber sehr, sehr schön mit Übersicht gemacht, dass er da nicht den Jagdpanzer beschossen hat, somit hat er die Granate noch für den dicken Max gehabt. So, jetzt ist die Frage, wo sind die anderen beiden Artis? Das Spiel, was lange Zeit so ausgesehen hat, ob sie das Haus hoch verlieren, haben sie hier nochmal in die richtige Richtung gedreht. Das heißt, jetzt muss der T-37 noch die Arti finden. A1 wird hier schon vermutet. Die Lorraine haut ab, also die war wohl auch hier drüben. Wo ist die Hummel? Das ist natürlich die nächste Frage. So, wo ist die Hummel? Da ist jetzt auch die Hummel. Hummel wird schon beschossen jetzt hier vom T-37. Auch da, das ist immer sehr, 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 sehr knapp, muss man sagen. Jetzt konnte der T-37 die rausnehmen. Jetzt noch die Lorraine. Und da ist die Lorraine. Die fährt jetzt Richtung Norden, will jetzt wohl hier dann drehen, um den T-37 zu beschießen, schätze ich mal. Sein Schuss ist raus. Au, unglücklich. Nur 170 Damage, nicht die Zerstörung. Und jetzt nochmal Blindshot dahin, wo er war. Auch hier kein Kill, auch nicht mal getroffen. Ob es ein Splash war, können wir jetzt nicht sagen. Vielleicht ist er aber auch wieder weggefahren, wobei eigentlich an der Stelle kann er sich da nicht mehr großartig bewegen, weil der T-37 müsste den ja aufmachen. Er bleibt natürlich hier drauf. Jetzt muss der T-37 wieder Licht machen, dass er da auch wieder sieht, was da los ist. Und er hat verschossen und jetzt ist sein Schuss raus. Lange Flugzeit und da nimmt er den raus, macht seinen 5. Kill damit klar. Ja, ich würde sagen, das war eine absolut feine Runde. Hat mir sehr gut gefallen und ihr wisst, wenn ihr weiteren Arti-Replays sehen wollt, dann bleibt dem Kanal treu. Einmal in der Woche in der Regel gibt's eins. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Ansonsten, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet zu einer neuen Runde Let's Play World of Tanks.